Herzlich willkommen bei unserer April Transformative Coaching Klinik. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute hierher gekommen seid, um zusammen mit uns weiter zu forschen, weiter zu entdecken, was uns als Mensch ausmacht, was uns das Leben erleichtern kann, wie wir prinzipiell einfach immer mehr aufwachen zu dem, wer und was wir wirklich sind und wie großartig das Leben in einem menschlichen Körper sein kann. Und das Thema heute ist, also wir hatten unterschiedliche Titel. Natürlich haben wir uns mit dem gleichen Inhalt beschäftigt, aber unterschiedliche Titel dafür irgendwie gefunden. Ich habe es genannt, der Schlüssel, um sicher durchs Leben zu navigieren. Und Shelia hat es genannt, What happens when we drop? Also was passiert, wenn wir auf der Leiter des Bewusstseins nach unten fallen? Wer von euch ist schon mal von einer Leiter runtergerutscht? Bin ich schon mal runtergerutscht? Ich weiß es gar nicht. Ich bin da sehr vorsichtig, aber im Bewusstsein auf jeden Fall. Und wir werden wie immer in das Thema einführen, teilen, was wir im Moment sehen darüber. Und dann werden wir die Runde wieder öffnen und sind dann ganz gespannt, was ihr gesehen habt und gehen dann mit euch in den Austausch. Genau, ja. Shelia, möchtest du beginnen? Ja, mache ich gerne. Guten Morgen auch all zusammen von meiner Seite. Schön, euch zu sehen, diese lächelnden Gesichter. Sandra und ich, wir freuen uns jedes Mal auf diese Calls. Und heute vielleicht einfach mal vorweg ein bisschen Infos dazu. Was verstehe ich unter What happens when we drop? Und zwar, für mich geht es darum, dass wir uns nicht immer auf dem gleichen Bewusstseinslevel befinden. Wer von euch hat diese Metapher gehört zu der Fahrstuhl des Bewusstseins? Einfach bei Show of Hands, ja. Und wir wissen von Fahrstühlen, dass sie den ganzen Tag hinauf und hinabfahren. Also man wäre sehr überrascht und auch wahrscheinlich nicht so erfreut, wenn ein Fahrstuhl einfach im 10. Stock bleiben würde. Das wäre sehr außergewöhnlich. Und die Leute, die die Knöpfe drücken auf dem Erdgeschoss, vielleicht in der Lobby, würden gar nicht reinsteigen können, oder? Das ist einfach das, was ein Fahrstuhl macht. Und genauso ist es für uns Menschen. Unser Bewusstsein steigt auf und es rutscht wieder runter und es steigt auf und es rutscht wieder runter. Wir sind sehr ähnlich gestrickt wie ein Fahrstuhl in dieser Hinsicht. Wir bleiben auch nicht im 10. Stock. Wir wollen immer im 10. Stock bleiben. Ich würde manchmal gerne ganz weit oben bleiben in meinem Bewusstsein, wo man ein bisschen näher dem Himmel ist, wo alles ein bisschen klarer ist. Ich habe eine bessere Sicht, die Sonne scheint. Also ich stelle mir immer vor, dieser Bewusstseinsfahrstuhl ist gläsern, oder? Das ist irgendwie oben näher am Himmel und ich habe eine leuchtendere Erfahrung. Aber nein, wir rutschen auch ab. Manchmal fährt unser Fahrstuhl auch in den tiefsten Keller, wo die Parkgarage ist und wo keine Fenster sind und wo alles ziemlich auch düster ausschaut für uns. Und wenn das geschieht, dass wir mit diesem Abrutschen, dieses Drop, das ist genau das, was geschieht. Alles sieht auf einmal ein bisschen dark aus. Wir glauben unsere unsicheren Gedanken und wir fallen in eine gewisse Art und Weise in die Gewohnheit unseres Gehirns. Und zwar, jedes Gehirn macht was anderes. Also eine Person, wenn sie in den Keller abrutschen,
machen sich irre Gedanken um ihre Gesundheit beispielsweise. Also sie beginnen zu denken, oh Gott, ich habe ein Wehwehchen hier an meiner Schulter. Heißt das, dass ich irgendwie einen Krebstumor habe in der linken Schulter oder dass ich sterbe? Andere wiederum haben vielleicht plötzlich eine sehr schwierige Erfahrung in ihrem Business oder in ihrem Berufsleben. Dort sieht es so aus, als würde alles einfach nicht passen und dass sie da nie wieder rauskommen. Also jedes Gehirn hat andere Gewohnheitsmuster, in die es fällt, wenn wir im Keller sind. Und ich habe gedacht, um das zu veranschaulichen, wäre, könnten wir was Lustiges schauen. Sandra hat von mir schon ein Video bekommen. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht kennt ihr das nicht, aber ich finde das so goldig. You what? It just can't stop thinking about waffles. Well, you had waffles for dinner and you had waffles for breakfast. So we're going to eat something else. Oh, I can't stop. Why can't I just stop dreaming about waffles? I don't know. I don't know. Sie kann nicht aufhören, über Waffeln nachzudenken. Also die Geschichte ist so, ihre Mutter hat ihr Waffeln zu Frühstück gegeben und auch zu Mittag und jetzt ist es abends und sie will auch noch Waffeln essen und sie kann nicht aufhören, über Waffeln zu denken. Und meine Frage an euch ist, ist sie gedroppt? Ist sie abgerutscht? Was denkt ihr? Wer denkt, sie ist einfach mal ein bisschen in ihrem Level des Bewusstseins gerutscht? Mach mal eine Reaktion. So, gib mir einen Daumen hoch, wenn du denkst, sie ist gerutscht in ihrem. Genau. Ja. Und das ist das Spannende. Häufig können wir das bei anderen ziemlich gut erkennen. Wir können es bei einem kleinen Kind sehen, wenn sie abgerutscht sind, oder? So von Good Mood, Low Mood oder energetisch müde. Das ist häufig bei Kindern mit dieser Müdigkeit zu tun. Deswegen fragt ihre Mutter ja, müsstest du dich hinlegen? Ist das das, was angesagt ist? Spannenderweise bei uns übrigens nicht anders. Häufig in dieser Situation. Wir haben uns wahrscheinlich in letzter Zeit zu wenig Acht gegeben, haben zu wenig Rast gehabt. Aber wir können es gut in anderen erkennen. Und heute Morgen, wo ich beim Regen im Spazieren war mit den Hunden, habe ich gedacht, was könnte ich mit euch teilen, um das zu veranschaulichen? Und was mir gekommen ist, ist eine Situation mit einer lieben Freundin vor kurzem. Und ihr müsst euch das so vorstellen, diese Freundin ist wirklich eine Hochleistungsmensch. Also sie ist sehr gut in ihrem Beruf. Sie ist super gescheit. Sie hat auch eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit. Und diese Herausforderungen, die sie in ihrem Job begegnet jeden Tag, sind Sachen, wo wir alle hier im Raum wahrscheinlich einfach umkippen würden, wenn wir mit sowas konfrontiert werden, von es geht um Leben und Tod Situationen. Nicht nur so simperliche wirtschaftliche Entscheidungen oder Marketingfragen. Es ist wirklich sehr anspruchsvoll, was sie macht. Und in ihrem Fahrstuhl des Bewusstseins, wenn sie oben ist und alles ganz entspannt in ihrem Wesen, die liebt diese Herausforderungen, diese Hard Challenges in ihrem Beruf. Und häufig tauschen wir uns dazu aus, welche kreative Einfälle ihr gekommen sind, um diese Challenges zu begegnen. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie leicht und locker sie mit diesen echt schwierigen Herausforderungen umgeht. Und vor kurzem hatten wir eine Unterhaltung, also erstmal über WhatsApp, ihr kennt das Spiel, erstmal über WhatsApp hin und her und dann irgendwann mal ein Videoanruf, wo wir geredet haben. Und auf einmal war sie vor mir wirklich wie ein Haufen Elend. Und sie hat mir geschildert eine Welt, in der sie unterwegs ist in ihrer Arbeit
Und alles sah richtig dunkel aus. Alles sah richtig schwer aus. Alles sah richtig unüberwältigbar, möchte man so sagen. Als würde sie nur noch in Lose-Lose-Situationen stecken. Und es hat mich beunruhigt als Freundin. Kennt ihr das, wenn ihr mitgeht? Also wenn jemand anderes, den du liebst, eine Situation hat. Und dann hat es bei mir auch in meinem Bauch so ein Gefühl gekommen, boah, das hört sich echt schlimm an. Und dann habe ich mich aber recht schnell daran erinnert, an den Fahrstuhl des Bewusstseins und an die Tatsache, dass wir droppen. Und ich dachte, ah, sie ist nur gedroppt. Sie ist nur gedroppt. Die ist unten im Keller in ihrem Fahrstuhl des Bewusstseins. Und dann wusste ich, ich muss mir keine Sorgen um sie machen. Ich kann einfach nur zuhören. Und ich habe sie eine Frage gestellt, nur so, hey, meinst du, dass es möglich wäre, das leichter zu sehen? Und die Frage hat sie total verblüfft und sogar irritiert. Ich glaube, sie war ein bisschen sauer auf mich. In dem Moment, wenn wir da unten sind, wir möchten solche Fragen nicht hören. Aber sie ist dann von dem Gespräch gegangen und ein paar Stunden später hat sie mir wieder eine WhatsApp geschrieben und sie meinte, ja, ich glaube, es wäre gut, wenn ich einfach ein bisschen frei mache heute Nachmittag und ein bisschen male und sketche, hat so das, was sie gerne macht. Und tatsächlich hat sie am nächsten Tag wieder frei gemacht. Also ihre Weisheit, ihre innere Weisheit hat schon erkannt, wo sie ist. Und hat sie immer leise zurückgeführt zu der Lösung, nämlich quiet your mind, oder? Den Geist beruhigen. Und einen Tag später danach war sie wie ausgewechselt. Weil, und das ist das wirklich Tolle, warum ihr niemals Sorgen machen müsst, wenn ihr abrutscht. Wir sind Fahrstühle, gewisserweise. Wir bleiben nie im Keller, genauso wie wir nie im 10. Stock bleiben. Und so ist sie dann wieder, auf Englisch würden wir sagen, her spirit rose. Ja, ihr Geist ist wieder hinaufgestiegen. Und dann hatte sie auf einmal Ideen, wie sie besser mit dieser Situation umgehen kann, wie sie neutraler auf gewisse Sachen blicken kann, wie sie ein Gespräch führen könnte mit einer gewissen Person. Also ich habe wirklich gesehen, wie bei ihr alles wieder sparky war, oder? Das können wir häufig in anderen Menschen sehr leicht erkennen. Und wo es etwas herausfordernder wird, und Sandra und ich, wir haben ein bisschen darüber gelacht in unserer Vorbereitung auf diesen Call, ist eben bei uns selber. Also bei uns selber das manchmal zu erkennen, ist wirklich wie einen blinden Fleck zu haben, wenn wir hinuntersteigen. Und doch, wenn wir aufmerksam werden, und ein bisschen neugierig, können wir über die Zeit ein bisschen Indizien sammeln. Dr. Bill Petit nennt diese Indizien Liebesbriefe. Und zwar, was ist ein Liebesbrief? Ein Liebesbrief ist eine Art und Weise, wie wir in der Welt auftauchen, die wir wahrnehmen können, die uns wissen lässt, wo wir gerade sind im Innen. Oder? Und Dr. Bill Petit hat gesagt, zum Beispiel bei ihm, wenn er einen Vormittag lang nicht irgendwie ein bisschen summt und pfeift und vor sich hin irgendwelche musikalische Geräusche macht, dann ist er sich mit Sicherheit gesunken. Er hat begonnen, das Leben zu ernst zu nehmen. Und dann merkt er manchmal, oh, ich habe nicht gesungen oder gepfeift am Vormittag. Ich bin irgendwo ein bisschen unten in meinem Fahrstuhl des Bewusstseins. Und bei mir heute bei dem Spaziergang habe ich gedacht, was könnte ich euch erzählen, um das zu veranschaulichen? Und ich dachte an ein Coaching von nicht so lange Zeit, wo ich mit meinem Coach unterwegs war. Also ich war quasi die Coaching-Kundin, der Coachee. Und ich war völlig abgerutscht in meine Fahrstuhl des Bewusstseins, habe es aber 0,0 bemerkt. Und ich bin
in diesem abgerutschten Zustand nach dem Drop, in dem Gefühl gewesen, dass ich in einem Dilemma bin in meinem Business. Und eine gewohnheitsmäßige Sache, was mein Gehirn macht in diesen Momenten, es sagt mir, dass das, was ich tue und kann in meinem Business, dass ich das gar nicht mag. Also ich bin zum Beispiel seit 30 Jahren mit Marketing beschäftigt und ich liebe mit meinen Unternehmerinnen und Kundinnen zu arbeiten an ihrem Business. Und dann in diesem Moment, wenn ich abgerutscht bin, denke ich, oh, ich mag Marketing nicht, ich mag gar nicht drüber reden, ich will schon gar keine Social Media Posts dazu machen, ich will nur über die drei Prinzipien reden. Und ich bin irgendwo davon galoppiert in diese gewohnheitsmäßige Sache, die mein Gehirn macht. Und hier war mein Liebesbrief. Pass auf, vielleicht hat jemand von euch was Ähnliches. Ich habe begonnen, ich habe einen Google Doc aufgemacht und ich habe begonnen aufzuschreiben, was mein Thema ist. Also, dies ist das Problem und das ist das Problem. Und am Ende hatte ich irgendwie 2 DIN-A4 Seiten, weil ich wollte mit denen irgendwie kommen und meinen Coach davon überzeugen, dass ich ein wirkliches Dilemma habe. Oder? Und so wie ich das geschildert hatte auf dem Papier, es war wirklich eine verzwickte Situation. Es ist eine absolute Lose-Lose-Situation, wo ich niemals hätte herauskommen können, weil mein Gehirn ist echt so clever und macht ein echtes fiktives Problem für mich. Und mein Coach hat mir tief zugehört, wie ein guter Coach macht. Und ich glaube, sie hat binnen 10 Sekunden gesehen, wo ich bin im Fahrstuhl des Bewusstseins. Und ich habe gesehen, wie sie ein bisschen zurückgelehnt ist und hat gedacht, wahrscheinlich zu sich, ich muss sie mal fragen, aber hat sich wahrscheinlich gedacht, puh, meine Güte, ist sie im dunklen Kellerbereich gerade. Ich lasse sie einfach reden. Und ich habe sie zugeballert und gedröhnt mit Sachen, wahrscheinlich eine halbe Stunde lang. Und sie hat einfach nichts gesagt. Und sie hat auch nicht versucht, in nur eine Weise mir zu helfen, weil sie wusste, wenn du im Keller bist und solche Probleme fiktiv gestaltest, es nutzt 0,0, auf dieser Ebene mit den Kunden einzusteigen. Gell? Ich auch nicht. Wenn ich der Coach bin und mein Coachee sehe in einem abgerutschten Zustand, niemals werde ich auf die Problemebene mit dieser Person gehen und versuchen, das auf der Ebene zu lösen. Sondern, was tun wir dann? Naja, entweder die Coaching-Sitzung war für nichts, weil ich bin zum Beispiel erstmal wieder aufgetaucht am nächsten Tag und habe Grace geschrieben, och, was war das für eine verschwundene Coaching-Stunde gestern? Echt, hätte ich mein Geld sparen können. Nicht wegen ihr, sondern wegen mir unschuldig, oder? Und beim nächsten Coaching konnten wir es ansehen, was wirklich war, oder? So echte, hellere Sachen. Oder vielleicht hat man auch manchmal das Glück, in einer Coaching-Sitzung, dass jemand schon in der Stunde ein bisschen höher wird, oder? Das ist immer unser Ziel, dass der Geist wieder leichter wird, weil je höher wir dann wieder auftauchen, desto mehr sehen wir wieder spüren wir unsere Intuition, sehen wir unsere innere Weisheit, oder? Und da sind wir gerne wieder zurück. Und vielleicht noch zum Schluss, und dann übergebe ich an die liebe Sandra, nochmals, ein Fahrstuhl würden wir echt komisch finden, wenn es nicht auf und ab fahren würde. Und es gehört zu dem menschlichen Zustand, dass das passiert mit uns. Da ist nichts, wo ihr euch Sorgen machen müsst oder denken müsst, dass ihr falsch seid oder dass ihr komisch seid. Auch selbst wenn in letzter Zeit euer Fahrstuhl vielleicht öfters gesunken ist. Ihr kommt mit Sicherheit wieder hoch. Und das ist echt wahnsinnig hoffnungsvoll. Ja, das ist mein Sharing für den Start. Ja, vielen Dank, liebe Shelia. Ja, was mich gerade so fasziniert, wenn du erzählst, Shelia, ist einfach, dass
Die Thematik, die wir beleuchten, das ist ein spiritueller Fakt. Also das, was du ansprichst und das, wo du hingedeutet hast, ist etwas Universelles, etwas, das immer gilt und auf eine tiefere Wahrheit deutet, nämlich, dass es verschiedene Ebenen von Bewusstsein gibt und dass wir die Fähigkeit haben, verschiedene Ebenen von Bewusstsein wahrzunehmen. Und je nachdem, auf welcher Ebene des Fahrstuhls wir uns eben gerade befinden, nehmen wir andere Dinge wahr. Also wenn wir im Fahrstuhl runterfahren, dann, also wenn wir uns vorstellen, wir fahren jetzt in den tiefen Keller. Was wir dort auf dieser Ebene wahrnehmen können, ist was ganz anderes, als was wir im 10. Stock wahrnehmen können. Und jedes Level hat sozusagen eine eigene Melodie, eine eigene Frequenz. Und je tiefer wir gehen, desto schwerer wird es auch. Und deswegen sind die Gedanken, die halt zu den unteren Bewusstseinsleveln gehören, auch einfach schwerer, fühlen sich schwerer an. Es gehört eine andere Qualität von Gedanke nach unten wie nach oben. Aber all das kann man in dem Moment, wo wir uns das bewusst machen, eigentlich recht wertungsfrei betrachten. Ich finde, das Erleichternde daran ist, dass wir überhaupt nicht mehr bewerten müssen, ob jetzt ein Gedanke, den wir haben, gut ist oder schlecht ist, sondern wir können uns einfach nur bewusst machen, ah ja, okay, ich bin gedroppt, ich merke das daran, dass ich irgendwie gerade keine wirklich fruchtbaren, aufbauenden Gedanken denke. Und das hängt einfach damit zusammen, dass die Fahrstuhltür gerade aufgegangen ist und ich einfach auf Kellerstockwerk Nummer 5 bin. Und hier finde ich einfach keine leichten, aufbauenden Gedanken, inspirierenden Gedanken. Zu dieser Ebene gehört einfach Frust, Verzweiflung, was auch immer. Und wir haben das gestern im Vorgespräch für uns auch so erkannt, dass das einfach unheimlich erleichternd ist, sich aus dieser Perspektive das anzuschauen, Bewusstseinslevel als spiritueller Fakt, weil es uns so ein bisschen aus der Gleichung rausnimmt. Also es sagt nichts über uns aus, wo wir uns gerade befinden, außer dass wir Menschen sind und dass wir eine menschliche Erfahrung machen. Aber ein Mensch, der verzweifelte Gedanken denkt oder frustrierte Gedanken denkt oder Hoffnungslosigkeit empfindet, ist nicht kaputter als ein Mensch, der gerade auf dem Fahrstuhl ganz weit oben ist. Weil wir sind nicht kaputt, wir sind unkaputtbar. Wir können einfach nur rauf und runter fahren im Fahrstuhl, das ist alles. Genau, und ich wollte noch ein Beispiel einfach von kürzlich irgendwie einbringen, auch nochmal, um das irgendwie anschaulicher zu machen. Wir hatten letztens die Handwerker am Haus und es gibt einen Handwerker, mit dem wir schon sehr lange zusammenarbeiten, den wir immer mal wieder beauftragen und bisher war das Verhältnis sehr, sehr gut. Und aber in letzter Zeit, also im letzten Jahr, es waren so 3 Aufträge, ist uns einfach aufgefallen, irgendwie werden die Preise immer höher. Und jetzt beim letzten Mal war das so, dass irgendwie dann so unsere Schmerzgrenze erreicht worden ist. Und ich habe die Rechnung erhalten und ich habe gemerkt, in mir steigt, also ich falle und Gefühle von, oh, das ist jetzt aber echt ungerecht. Also das, wir sind doch Stammkunden. Wie kann der uns solche Preise nennen? Also diese Gefühle von, ich weiß nicht, auf welchem Stockwerk im Keller ich mich befunden habe, aber auf jeden Fall waren das Gefühle von, das ist nicht gerecht. Wir werden nicht gerecht behandelt, unfair, so. Und
Ich hatte schon das Handy in der Hand und wollte dem Handwerker schreiben. Und in dem Moment ist mir aber bewusst geworden, wo ich mich gerade befinde. Nämlich nicht in einem neutralen Zustand, nicht in einem leichten Zustand, sondern einfach in einem gedroppten Zustand. Und zum Glück habe ich mich daran erinnert und habe das Handy zur Seite gelegt und abgewartet, weil mir die Erfahrung einfach gezeigt hat, wenn ich gedroppt bin und aus diesem gedroppten Zustand handle, mit anderen Menschen interagiere, reagiere, dann kommt da nichts Gutes bei raus. Ja? Wenn man Glück hat, agiert man mit einem Menschen, der dieses Wissen besitzt und dann einfach, so wie Shelly das gerade beschrieben hat mit ihrem Coach, nicht drauf einsteigt und das einfach in Ruhe lässt und weiß, okay, du bist gedroppt, lass uns einfach später nochmal darüber reden. Aber die meisten Menschen besitzen dieses Verständnis noch nicht so wirklich. Und hätte ich ihm aus diesem Zustand herausgeschrieben, hätte ich wahrscheinlich eine ebenso wütende Nachricht zurückgekriegt, nehme ich mal an. Und das ist der Vorteil, wenn wir uns dessen bewusst werden, dass es diese Bewusstseinslevel gibt, dass wir die Fähigkeit haben, diese Bewusstseinslevel wahrzunehmen und dass wir die Fähigkeit haben, wahrzunehmen, wo wir uns gerade befinden, dann haben wir schon total viel gewonnen. Und ich nenne das gerne Standort-Check-in. Also einfach, wir können überprüfen, wo befinde ich mich gerade. Und das ist auch der Schlüssel, von dem ich am Anfang gesprochen habe, um sicher durchs Leben zu navigieren. Weil wenn wir uns bewusst machen, wenn wir erkennen, wo wir uns gerade befinden, dann öffnet sich eine neue Freiheit und eine neue Wahlmöglichkeit. Wenn wir nicht erkennen, wo wir uns befinden, dann haben wir keine Wahl. Dann läuft ein Automatismus ab und wir reagieren, wie wir halt reagieren, wenn wir wütend sind oder wenn wir verzweifelt sind oder wenn wir unsicher sind oder wenn wir frustriert sind. Aber wenn wir erkennen, ups, Standort-Check-in, wo befinde ich mich gerade? Oh, ich bin gedroppt. Dann treten wir einen Schritt zurück und es tut sich ein neuer Freiraum auf. Und wenn es nur ein kleiner Spalt ist in diesem Moment. Und mir ist heute Morgen immer wieder dieser Begriff Jakobs Himmelsleiter in den Sinn gekommen. Kennt jemand von euch die Himmelsleiter von Jakob? Das ist eine biblische Gestalt. Und ich habe dieses Bild, es gibt ganz viele, ich habe jetzt einfach eins genommen, was mich am meisten angesprochen hat. Ich würde euch das gerne mal kurz zeigen. Also das hier ist Jakobs Himmelleiter und die gibt es in Millionen von Versionen in Kirchen, Gemälden, Kunstwerken. Und es erzählt eine Geschichte aus der Bibel von Jakob, der einen Traum hat. Und in diesem Traum erscheint ihm ein Engel und erzählt ihm von der Himmelsleiter. Und das ist jetzt im kirchlichen Kontext und es geht mir nur darum, einfach diesen Fahrstuhl nochmal mit einem anderen Bild irgendwie zu symbolisieren. Und ich dachte, Jakobs Himmelleiter, das kann ja nur der Fahrstuhl sein, von dem wir hier gesprochen haben. Also wenn wir die Leiter nach oben klettern, dann gehen wir sozusagen nach innen, zurück nach Hause, ja, zurück ins Formlose. Und wenn wir die Leiter nach unten klettern, dann gehen wir in die Form. Dann gehen wir nach außen. Dann gehen wir in die menschliche Erfahrung. Und ich denke, dass dieses Bild wirklich das Gewahrwerden von der großen Intelligenz in jedem von uns symbolisiert und dass sozusagen ein Mensch, der aufsteigt, das bedeutet, im Bewusstseinsfahrstuhl gelingt es ihm irgendwie,
immer weiter nach oben zu kommen und am Schluss wieder Kontakt aufzunehmen mit dem Ort, wo wir alle wirklich herkommen. Ja, ich fand, das war irgendwie ein ganz schönes Bild. Und bevor, wir haben was vor, weil wir möchten euch auch einladen, für euch selbst zu reflektieren. Und zu diesem Zweck habe ich aber noch ein anderes Bild. So. Das hier stammt von Jamie Smart, einem Mentor im Verständnis der drei Prinzipien. Und es nennt sich der Impact Elevator. Und ihr könnt euch sozusagen vorstellen, als ob neben dieser Grafik auch ein Fahrstuhl ist und jedes Wort sozusagen ein Level darstellt. Und es geht auf eine Forschung zurück, die an der Harvard-Universität gemacht wurde. Man hat irgendwie 740 also Chefs von großen Firmen befragt, in welchem Zustand sie am leistungsfähigsten sind, in welchem Zustand sie die größte Wirkung erzielen können, positive Wirkung erzielen können. Und sie haben alle berichtet, dass sie, wenn sie wirklich fruchtbare Arbeit leisten, wenn sie wirklich Wirkung erzielen, dann passiert es in einem Zustand, der im grünen Bereich liegt. Ja? Also es beginnt bei Content, zufrieden, ruhig, positiv aufgeregt, energetisiert, glücklich bis zu euphorisch. Und sie haben auch berichtet, dass sie, wenn sie gedroppt sind, also in diesen roten Bereich, dass ihre Arbeit dann nicht mehr besonders fruchtbar ist. Und das sozusagen dieses Prinzip können wir sehr allgemein betrachten. Das gilt für uns alle. Also wir können unser Leben genießen und einfach einen positiven Effekt für uns selbst und andere erzielen, wenn wir oben sind. Aber wenn wir unten sind, dann warten wir lieber ab, bis sich der Fahrstuhl von selber wieder eingependelt hat. Ich fand das ganz interessant. Genau, und jetzt würden wir gerne euch einladen zu einer Reflexion. Shelia, willst du das einleiten? Sehr, sehr gerne. Ja. Also, wo bin ich gerade? Das ist wirklich die Frage bei diesem Fahrstuhl des Bewusstseins, dass immer mehr erkennen können, oh, ich bin dabei, ein Google-Dokument aufzuschreiben und alle möglichen verzwickte Probleme zu machen. Liebesbrief, ich bin da unten im roten Bereich. Oder, oh nein, ich bin hier und jetzt präsent, total ruhig und content bei euch zu sein. Ah, ich bin im grünen Bereich. Dieses Noticing, dieses einfach Bemerken, es ist wirklich eine der größten Geschenke, die du dir in deinem Leben machen kannst, in jeder Situation. Ob in Beziehungen, in deine eigene mentale Gesundheit, deine körperliche Gesundheit, in deinem Business, in deinem Beruf. Und deswegen wollen wir euch einfach mal schon ein bisschen in die Richtung führen, hineinzuspüren. Und die erste Frage, und die könntet ihr uns im Chat beantworten, ist, wo bist du gerade jetzt, hier und jetzt, in diesem Moment, im Innen? Und wenn du unten bist im Keller, niemand nimmt es dir krumm, wir nehmen es nicht persönlich, ist es ein spiritueller Fakt, wie Sandra gesagt hat, wir sind alle auf und ab, auf und ab. Wenn du oben bist, freuen wir uns für dich. Und wir wissen auch, dass du wieder droppst und wieder hochkommst. Wo bist du gerade? Schreib uns in dem Chatbereich, was dir dazu einfällt. So. Heute wieder neutral, ja, schreibt Tanja. In der Mitte. Super.
Oben. Eher oben. Im unteren grünen Bereich, gerade neutral. Im Erdgeschoss, Knopf nach oben gedrückt. Eher oberhalb von neutral. Sehr gut weiter oben, schreibt Kerstin. Kam, schreibt Maria. Ich finde es schön, das drückt so die Vielfalt aus, wo wir uns überall befinden können. Und alles ist gut. Ja. Die Karin ist leicht oberhalb von neutral. Auch schön. Das sind auch schöne Nuancen. Leicht oberhalb von neutral. Karin, sehr gute Nuancierung. Ja, genau. Okay. Die nächste Frage bezieht sich auf die Liebesbriefe. Und zwar, zu Beginn haben wir gesagt, wenn der Fahrstuhl sinkt, geht unser jeweiliges Gehirn macht andere Dinge. Also Antonis Gehirn macht vielleicht was anderes als Sophies Gehirn, anders als Karens Gehirn. Und wir kriegen kleine Indizien in unserem Gefühl im Körper, in unserer Art und Weise zu sprechen. Ich habe Sandra gesagt, Lea und ich, wo wir im Geschäft waren, ich habe immer gewusst, Lea ist gedroppt, weil sie plötzlich auf einmal ganz ernst wurde. Und manchmal habe ich zu ihr gesagt, oh, du bist gerade ernst, kann es sein, dass du gedroppt bist? Und sie so, oh ja, stimmt, oh ja, stimmt. Das war ihr Liebesbrief, zu wissen, dass sie gedroppt ist. Und deswegen die Frage an euch, woran könntet ihr vielleicht in nächster Zeit erkennen, wenn es euch wieder passiert, dass ihr gedroppt seid, dass ihr da seid? Welche Liebesbriefe bekommst du über dich selber? Und nimm dir Zeit dafür. Wie zu Beginn gesagt, das ist gar nicht so einfach, weil das oft ein blinder Fleck ist von uns selbst. Aber nimm dir Zeit, um zu reflektieren und schreib uns das dann im Chatbereich. Also ich merke es bei mir noch ganz kurz zur Verdeutlichung, meistens daran, wenn ich anfange, mich zu beschweren. Also über andere und über mich selbst und über das Leben an sich. Ja. Cora fängt an zu werten, ja. Ja, ich habe auch einen super bewertenden Kopf, Cora. Anja Sophie schreibt, ihr Hirn stürzt sie in eine totale Energielosigkeit. Ja. Yvonne schreibt, ich fühle mich etwas eingefroren und bin mir nicht bewusst, was der nächste Schritt wäre. Die Manuela schreibt, sie wird ernst und lässt keine Freude zu. Maria merkt es auch an Müdigkeit. Sani merkt es an Schmerzen, Aggressivität, zieht sich zurück, Selbstzweifel. Ich finde es super, dass ihr das auch so deutlich einfach euch anschauen könnt. Silvia, wütend, ungerecht behandelt, müde, wertend. Und bei Kerstin äußert sich das als Energiestau. Das Leben fühlt sich sehr angestrengt an, wie verknotet. Die Leichtigkeit fällt weg. Ja. Renate wird wütend. Sani energielos und gelähmt. Petra Gewohnheitsgedanke aus der unteren Etage. Alles zu viel. Gefühl von überwältigt sein. Christa erkennt das an Nervosität. Und Katja, wenn ich auf alles einen inneren Kommentar habe. Stella, ich glaube, wir kennen jede einzelne von diesen Reaktionen. Ja, genau. Ja. Und vielleicht einfach mal nur zum Schluss noch so, ich hasse es zu sagen, Tipps, aber was ich gesehen habe dazu, Sandra, ich bin gespannt, ob du das auch so siehst. Ich habe bemerkt, in so vielen Fällen, wo wir im Fahrstuhl sinken,
unsere innere Weisheit sagt uns durch diese Liebesbriefe eins von zwei Dinge. Eins ist einfach, lass die Hände von diesen Gedanken, die Beschäftigung mit der Nervosität, was auch immer, lass die Hände weg. Und die zweite Sache ist wirklich viele, viele, viele Male, take a step back and get some rest. Nimm einen Schritt zurück und krieg ein bisschen Rast. Also egal, ob das heißt, mehr Schlaf, mehr Selbstfürsorge, aber vor allem Selbstfürsorge mit einem großen S, was eigentlich nur bedeutet, calm your mind. Calm your mind, connect with your spirit. Oder das ist eigentlich dort, wo es uns hinruft. Aber weil im Keller ist so verlockend erscheint, sich weiterhin mit dem zu beschäftigen, was uns gerade serviert wird von unserem Gehirn, es ist manchmal echt schwer, in die gegenteilige Richtung zu gehen, hin zu Hände weg und Rast oder mentale Ruhe. Aber selbst wenn du das nicht schaffst, keine Sorge, weil du bist ein Fahrstuhl und du fährst wieder hoch irgendwann. Genau. Ja. Ja, das hat so schön gesagt. Wir hatten Fragen im Chat. Ich würde vielleicht gerne erst darauf eingehen und dann die Runde öffnen. Ja, gerne. Also. Wir machen wahrscheinlich heute bis zu 5 Uhr 11, nur weil ich einen Anschlusstermin habe, nur dass ihr Bescheid wisst oder Sandra bleibt ohne mich da. Also, die Maria hat noch gefragt, wie hast du dann reagiert in dem neutralen Zustand? Hast du mit dem Handwerker gesprochen? Ja, und zwar, ich habe ihm dann tatsächlich geschrieben. Ich habe aber abgewartet, bis ich nicht mehr unten war, sondern, und ich merke es, wie ich vorhin gesagt habe, ich merke das an mir, wenn ich vorwurfsvoll werde und mich beschwere. Und ich habe einfach abgewartet, bis ich nicht mehr in diesem vorwurfsvollen Gefühl war. Und dann konnte ich für mich auch ganz sachlich erkennen, wo ich stehe, was unsere Zusammenarbeit angeht. Und das habe ich ihm irgendwie ganz neutral mitgeteilt. Also für mich ist nach wie vor, er hat seine Preise erhöht, ohne das mit uns abzusprechen. Und das ist für mich ganz klar erkennbar, okay, fühlt sich nicht so stimmig für uns an. Und das habe ich ihm einfach ganz wertungsfrei mitgeteilt. Und das, ja, das finde ich ist einfach so schön, dass wir, dass wenn wir dieses Bewusstsein und diese Wahrnehmung in uns schulen, dass das einfach einen direkten Effekt auf unsere Beziehungen hat, weil wir niemanden mehr unnötig irgendwie attackieren müssen, einfach warten können, bis wir wieder in ein besseres Gefühl gefallen sind und von dort heraus reagieren. Was mich heute interessieren würde, Sandra, wäre einfach, wenn was gesagt werden möchte von jemand, ist, warum war heute für dich wichtig? Was hast du gesehen für dich? Das würde mich interessieren heute. Was war wichtig und was möchte geteilt werden?